In der Südklinik trifft an diesem Nachmittag ein Autoverkäufer ein, der sich bei einem Besuch in der Werkstatt schwer verletzt hat. Tims Freundin Jana zweifelt allerdings daran, dass der Unfall nur durch Unachtsamkeit verursacht wurde. Mein Name ist Tim. Tim Lowanski. Herr Lowanski. Okay, was ist genau passiert? Ich war in der Werkstatt und hatte da was zu tun und bin dann da auf Altöl ausgerutscht und bin dann an der Bühne hängen geblieben. Okay, dann das Handtuch. Haben Sie es da selber drum? Ja, einfach notbedürftig. Okay. Ich musste da aushelfen. Dann nehmen wir mal die Hand weg, bitte. Dann gucken wir mal eben hier. Aber das kann doch eigentlich nicht passieren. Schauen wir mal. Hat jemand anderes was damit zu tun? Lennart, war der auch da? Ja, wir können vielleicht zwei, drei Steri-Strips drauf machen, aber es ist wirklich nur oberflächlich, ne? Wenn man eine Wunde hat, ist es natürlich gut, wenn man die abdeckt. Am besten sauber, wenn es geht, mit einer sterilen Kompresse. Er kam jetzt hier mit einem benutzten Küchenhandtuch und hat das zugebunden. Das ist nicht unbedingt die beste Idee, aber er hatte sicherlich gute Absichten. Ha. Ja. Naja, es brennt jetzt ein bisschen, ne? Ja, ja. Mhm. Okay, dann einmal trocken und dann machen wir ein paar Steris da drauf. Okay, also Sie haben sich in der Werkstatt an was haben Sie sich denn da geschnitten? Wie war das denn genau? Ja, ich musste in der Werkstatt arbeiten und bin dann da auf einer Altölfläche ausgerutscht und bin an der Hebebühne hängen geblieben. Wieso musstest du in die Werkstatt? Ich musste da aushelfen. Du bist im Verkauf, du bist dafür nicht zuständig. Ja, aber ich musste da aushelfen. Ich musste da was holen und war dann im Lager und dann bin ich da hergegangen und da war eine Altölfläche und dann bin ich halt, wie gerade schon gesagt, an der Hebebühne. An der Ecke? Ja. Okay, die war aber sauber, ja? Bist du sicher, dass du an irgendeiner Ecke warst und die da... Wieso fragen Sie jetzt so nach? Das ist doch komisch. Meine Mutter ist seine Chefin und die schickt ihn nie in die Werkstatt. Nie. Der Patient hat ja angegeben, dass er an einem spitzen Gegenstand, an so einer Kante sich geschnitten hatte. Das konnte von der Wunde her ganz gut stimmen. Man kann nicht immer erkennen, was die Ursache sein könnte. Es klang zumindest plausibel. Ich rufe die jetzt mal an. Also Sie arbeiten in einem Autohaus? Ja, ich arbeite bei meiner zukünftigen Schwiegermutter im Autohaus. Ja. Okay, und Sie sind aber eigentlich Verkäufer. Das habe ich jetzt richtig verstanden. Ja, ja, ich war jetzt nur ausnahmsweise. Ja, ich bin auf der Arbeit. Mach mal hier zwei Strips drauf. Ja. Okay. Und Sie sind die Freundin? Ich bin die Freundin, ja. Und Sie waren jetzt mit dem Autohaus? Nein, er hat mich angerufen auf der Strecke hierhin. Ach so. Und dann bin ich sofort los. Ich war auch arbeiten und... Okay. Mutter Birgit ist am Telefon kurz angebunden, will aber sofort in die Notaufnahme kommen. Jana hat unterdessen die Vermutung, dass möglicherweise ihr Ex-Freund Lennart, der ebenfalls in der Werkstatt arbeitet, für Tims Verletzung verantwortlich ist. Hat das vielleicht was mit Lennart zu tun? Hat der jetzt irgendwas gemacht, wenn du unten in der Werkstatt warst? Nein, warum? Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, aber wer ist denn eigentlich dieser Lennart? Ach, wer ist Lennart? Der arbeitet auch da im Autohaus und der ist so eifersüchtig. Der macht eine Aktion nach der anderen. Also, das ist ganz, ganz schlimm. Das geht halt schon ewig, weil er so eifersüchtig ist, dass ich jetzt mit ihm zusammen bin. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass du mir gerade was verheimlichst. Nein, der hat damit nichts zu tun. Geht's? Also wenn es jetzt irgendwie ein Angriff ist, also das ist ja Körperverletzung oder so, das müsste davon dann schon ich wissen, aus. Ne? Ja, weil wenn das wirklich so ist, dann sollte man in solchen Fällen wirklich besser die Polizei einschalten. Hat er nicht. Ne? Hat er nicht. Alles gut. Also hat er nicht. Okay, da sind Sie sich sicher? Ganz sicher. 100%. Okay. Ja gut, mehr können wir nicht machen. Ja. Okay. Ja, mehr können wir nicht machen, falls Ihnen doch was anderes einfällt, dann wissen Sie, dass man das dann eigentlich zur Anzeige bringen sollte. Alles in Ordnung. Ja? Danke. Okay. Okay. Dann kommen Sie einmal mit nach draußen, da können Sie dann warten. Ärztin Sophie Runke ist ebenfalls überzeugt, dass ihr Patient etwas verbirgt. Doch Tim hüllt sich in Schweigen. Ich habe gute Nachrichten, der Brief ist fertig. Ja, super. Hast du den schon ausgedruckt? Ja. Dankeschön. Guck mal. Mama. Ich bin da von Autohaus. Okay, hallo. Mensch. Hallo. Schau dir das mal an. Warum hast du ihn in die Werkstatt geschickt? Ach, er sollte dem Lennart ein bisschen helfen. Ja. Lennart helfen? Er war schon fertig mit seinen Arbeiten, ja. Ja, war auch nicht er ist Kaufmann, er muss nicht in die Werkstatt. Nur mal kurz. Und vor allem, wenn Lennart da war, was ist wirklich passiert? Egal, ist alles in Ordnung. Mit Lennart war nichts. Ich kann das nicht glauben. Ich rufe Lennart jetzt einfach mal an. Also, das kann doch nicht sein.
Der muss doch irgendwas gemacht haben. Hi. Hi. Was machst du mit meinem Freund? Wir sind im Krankenhaus. Das ist langsam nicht mehr witzig. Es kann doch nicht sein, dass du den dauernd verletzt, dass du irgendwas planst. Komm damit klar, wir sind zusammen. Warunter, ich hab nichts gemacht. Was, wovon redest du? Von seiner Schuhe. Ich bin zu Hause geblieben heute. Ich hab mich krank schreiben lassen. Guck mal meine Hand. Ich bin voll verletzt. Ja, okay, ich seh's. Ja, dann gute Besserung. Lennart ist krank. Was spielt ihr hier für ein Spiel? Es war ein Missverständnis. Was für ein Missverständnis? Mama, Missverständnis. Oh, Sophie, schon mal eben Rollstuhl. Oh, komm mal bitte schnell. Das Team der Südklinik am Ring ist in höchster Alarmbereitschaft. Birgits Kopfschmerzen sind so unvermittelt und heftig aufgetreten, dass die 55-Jährige beinahe das Bewusstsein verliert. Das passiert leider nicht zum ersten Mal. Das heißt, Sie haben jetzt schon seit längerem Kopfschmerzen? Ja, aber heute ist ganz besonders. Okay, wie lange haben Sie schon Kopfschmerzen? Seit mehreren Wochen habe ich das. Seit mehreren Wochen? Mhm. Warum hast du mir nichts gesagt? Und den Schwindel auch? Ich bin jetzt bei ihr. Kriegst du nichts mit? Ich auch, ja. Ja, ich weiß. Und Erbrechen und Kopfschmerzen. Ich habe seit einigen Wochen, ich war beim Gynäkologen und er hat gesagt, das sind die Wechseljahre und ich wollte dich nicht beunruhigen. Mama, mich nicht beunruhigen, damit ist es doch nicht getan. Ich mache mir Sorgen, ich kümmere mich gerne um dich, aber du kannst mir doch nicht sowas verschweigen. Das ist ganz normal in den Wechseljahren, Kind. Die Patientin gab ja an, dass sie glaubte, ihre Beschwerden kommen von der Menopause. Ja, Kopfschmerzen, manchmal ein bisschen Schwindel, vielleicht auch mal so ein bisschen Übelkeit. Das kann mit den Wechseljahren zusammenhängen, weil das gibt es viele verschiedene Symptome, die dann auftreten. Aber wenn das jetzt so erstmalig richtig auftritt, dann sollte man es tatsächlich einmal gründlich vom Arzt abklären lassen. Gucken Sie einfach mal geradeaus. Augen auflassen, okay. Ach, guck mal, hier ist eine Wunde, siehst ja, du das? Ja, habe ich gerade auch Ach, gesehen. Du hast auch eine Wunde. Ist irgendwas passiert? Keine Ahnung. Sind Sie gefallen? Haben Sie sich gestoßen? Ja, das kann sein. Ich weiß es nicht. In den letzten Tagen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wissen Sie nicht? Nee. Wenn ich so klopfe, tut das weh? Ja, ich habe ja generell Kopfschmerzen. Ja. Und okay. Sehstörungen irgendwie auch. Okay, kann ich so den Schwindel auslösen? Nicht so, ne? Nee. Es ist natürlich ungewöhnlich, wenn sich jemand den Kopf stößt, dass das vergisst, sich nicht mehr daran erinnern kann. Ich meine, das war eine Wunde, die hat sicherlich auch geblutet. Also, ich weiß nicht, ob sie uns einfach nicht sagen wollte, was passiert ist, oder ob sie wirklich keine Erinnerung hatte. Wenn letzteres der Fall war, dann war das natürlich durchaus besorgniserregend, weil das hieße ja, dass sie vielleicht ohnmächtig gewesen ist und dass sie eine schwerere Schädelverletzung hat. Schatz, und du hast von all dem nichts mitbekommen, wenn sie das seit Wochen hat? Jein. Jein? Pass auf, was du sagst. Was ist hier los? Es ist schon eine gewisse Zeit, dass sie mal zwischendurch ein bisschen aggressiv... Bleib mal sitzen jetzt. Ich bin immer noch deine Chefin und ich brauche keine Hilfe. Kann ich euch helfen? Ganz ruhig. Kann ich euch helfen? Ich glaube, ja. Hier ist gerade ein bisschen Action. Ja, okay. Lach mal hier. Ich glaube, ich will, was ist hier los? Du bist verletzt. Ich rufe mal das CCT. Keiner redet mit mir. Raus mit der Sprache. Halt die Klappe. Stimmungsschwankungen treten natürlich auch in vielerlei Hinsicht auf. Und ja, sie können auch mal aufgrund der Wechseljahre auftreten, weil die Hormone sind ein bisschen durcheinander. Man ist reizbarer als sonst oder man reagiert emotionaler. Ja, das kann sein. Normal ist es trotzdem nicht. Okay, super, alles klar, danke. Also wir können sofort rüber in die Radiologie. Ja, da geht's dann in die Röhre. Ich weiß jetzt nicht, was das jetzt hier war. Ich würde Sie bitten, aber jetzt alle ein bisschen runterzukommen. Wir sind im Krankenhaus, ja. Und es werden auch keine Gegenstände mehr geworfen, okay? Ja? Sophie Runke hofft, dass die Bilder des MRT Aufschluss über Birgits rätselhafte Symptome geben. Während Jana verzweifelt auf das Ergebnis wartet, muss die 28-Jährige erfahren, dass dieser aggressive Ausbruch nicht der erste seiner Art war. Also ich möchte jetzt hier keine Diagnose stellen, ich bin kein Arzt.
Aber ist Ihre Mutter bzw. Schwiegermutter immer so aggressiv? Eigentlich nicht. Ich habe mich so gewundert. Naja. Oder hast du was mitbekommen, Schatz? Also teilweise. Zwischendurch ist sie halt schon durcheinander und wirr im Kopf und klagt dann auch über Schwindel und ist aber auch wirklich sehr leicht reizbar. Ich weiß nicht, was in ihr gefahren ist. Ich weiß nicht. Erzählst du mir sowas nicht? Ja. Okay, also das ist jetzt schon öfter vorgekommen. Ja, schon. Also kann man sagen, das ist sowas in die Richtung Wesensveränderung? Teilweise schon, ja, tatsächlich. Okay. Also ich habe mich ja selbst gewundert. Ich dachte eigentlich, es wäre jetzt. Ach, gucken Sie mal, da kommt sie von der Untersuchung. Und? Sie auch. Wir können. Wenn Sie möchten, können wir einmal nach vorne gehen, können wir die Ergebnisse besprechen. Oh, super, danke. Ja, ich habe schon mit dem Radiologen gerade kurz gesprochen, noch keine Feinheiten, aber für die ersten Informationen kann ich Ihnen geben. Tatsächlich haben die Kollegen in der Radiologie etwas festgestellt, das für Tochter Jana zunächst ein großer Schock sein wird. Doch es wäre eine Erklärung für Birgits massive Wesensveränderung. Also, was wir jetzt in der Untersuchung festgestellt haben, ist, dass da eine Zyste im Kopf ist. Eine Zyste bedeutet oder eine Zyste. Also so eine Zyste, das ist eine Flüssigkeitsansammlung, die sich meistens schon im Kindesalter oder angeboren entwickelt und die wird dann vielleicht größer. Wenn sie klein bleibt, macht sie keine Symptome. Wenn sie größer wird, kann sie Symptome machen. Und das ist vor allem Kopfschmerzen. Das kann ein bisschen Übelkeit machen, das kann Schwindel machen. Das erklärt das. Und durch die Verdrängung kann das auch diese Wesensveränderung machen. Ja, weil das da auch das Nervengewebe drückt. Das erklärt vieles. Letztendlich kam bei unserer Patientin eine Arachnoidalzyste heraus. Das heißt, innerhalb von einer Hirnhautschicht hat sich Flüssigkeit gebildet. Und so wie ein Luftballon, der gefüllt ist mit Wasser, war es jetzt im Gehirn. Wenn die halt größer wird, dann drückt die auf die Nachbarstrukturen, das heißt auf das Gehirn, auf die Nerven, die dort sind. Und dadurch kommt es dann zu Ausfällen. Nach diesem Schock entscheidet sich nun auch Tim, endlich die Wahrheit zu sagen und zu erklären, wie es zu der Schnittverletzung am Arm gekommen ist. Also ich kam in die Küche. Ja, ich wollte mir Kaffee holen und dann war deine Mutter auch in der Küche. Und sie hatte da gerade was geschnippelt, ich weiß nicht was. Ja? Und sie war leicht reizbar und wieder aggressiv. Und ich dachte, es wäre wegen diesem Auftrag, den ich da ein bisschen falsch gemacht hatte. Das kann ja mal passieren. Und mir war wieder so schwindelig. Ich war neben der Spur. Es war ein Versehen. Ja. Das heißt, sie hat ein Messer in der Hand und hat sie mit dem Messer dort oben verletzt. Ich habe das jetzt richtig verstanden. Ja. Das kannst du doch nicht machen. Und warum erzählst du nichts? Ich weiß gerade gar nicht, was die Sache ist. Guck mal. Einmal lügst du mich an, dann lügst du mich an. Wir hatten einen Deal, ja. Was für einen Deal? Jetzt haut mal alles raus. Ich möchte jetzt alles wissen. Ich will nicht die ganze Zeit belogen werden. Ich guck mal, ich erkläre dir das kurz. Ich habe ja die Prüfung gehabt. Und ich habe die Prüfung leider total verhauen. Und warum haben wir dann gefeiert, dass du sie bestanden hast? Ja, weil ich einfach mir nichts anmerken lassen wollte. Ich hatte einfach keine Lust. Du kannst doch mit mir reden. Ja, ich weiß, aber deine Mutter hatte dann diese Schwindelanfälle und wir haben dann diesen Deal gemacht, damit keiner was erfährt. Schatz, aber das ist doch keine Lösung. Nee. Du kannst mir doch sagen, ich bin durch die Prüfung gefallen. Das kann jedem passieren. Ja, ich hab's auch gemerkt. Das heißt, sie hatten jetzt einen Deal. Sie sagen nicht, dass es ihrer Mutter nicht gut geht und dafür hält sie dich, dass sie bei der Prüfung durchgefallen sind. Ja, ja. Das war jetzt der Hintergrund. Das ist der Hintergrund. Aber ich würde ihn doch niemals absichtlich verletzen. Ich mag dich doch als Schwiegersohn. Ja. Ich freue mich doch, dass ihr zusammen seid. Also war das der Deal, wir belügen Jana. Es war keine Absicht. Wirklich. Also es ist natürlich ein Problem. Man muss ganz klar sagen, wenn ich das mitbekomme, haben sie ja schon länger gesehen, dass es ihr nicht so gut geht. Ja. Ne? Wenn sowas ist, immer Bescheid sagen, ne? Weil die Symptome, die sie hat, sind auch Symptome zum Beispiel von einem Hirntumor. Oh, okay. Ja, und je früher man den feststellt, da kann man ihn vielleicht sogar noch heilen. Okay. Wenn man lange wartet, kann es halt sein, dass man nichts mehr machen kann. Also auch wenn Sie bemerken, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist, natürlich zum Arzt gehen ja, und das nicht verstecken, weil das bringt im Endeffekt gar nichts. Ja. Ärzte anlügen bei Verletzungen ist auch nicht ganz so günstig, weil das kann mal ganz stark nach hinten losgehen. Tut mir leid. Mit zunehmendem Alter ist es eigentlich normal, dass man irgendwo mehr Beschwerden bekommt.
ist ja auch in einem gewissen Rahmen normal. Aber wenn das immer mehr wird und man das auch wirklich fast täglich verspürt, dann sollte man doch entweder mit seinem Arzt oder zumindest mit Angehörigen darüber sprechen. Wenn man das ignoriert, macht man es häufig schlimmer. Und viele Dinge sind ganz harmlos und können auch problemlos behandelt werden. Ja. Du belügst mich nur wieder. So. Nein, ich bin so enttäuscht von euch beiden. Ich schmeiße mal ein bisschen rum. In einer Operation konnte Birgits Zyste problemlos entfernt werden. Seitdem ist sie symptomfrei und hat keinerlei Beschwerden mehr. Tim hat seiner Freundin versprochen, in Zukunft ehrlich zu sein.